Dann habe ich mich erkundigt, ich wollte schwarzen Jazz hören. Ne? Und hatte noch nicht so viel Ahnung, aber das Herz schlug für diese melancholische Musik. Und dann sehe ich diesen Joel Brunner, den Dieter Bender, kratzig am Kopf. Ich sage, wird hier schwarze Musik gemacht? Ich denke schon. Ich sage, kann ich mir? Ja, aber eintritt. Ich sage, und wenn Ihnen das nicht gefällt, sogar gesiegt, dann können Sie das Geld zurückhaben. Ne? Okay. So, nun komme ich da an, mir fällt gleich einer auf, Werbung, Abi Hübner. Ne? Und da ich ja nun schon immer negroide Fantasien hatte, reichlich, fiel mir dieser Kerl auf, der also in seinem Gesicht so ein bisschen Morton, ja, dann diese verdächtige Negerkrause, hatte ich ja damals noch wollen. Mhm. Jetzt kommt es. Und ich hatte zu Hause schon gesammelt. So, bei den Bullen hatte ich so einen Friseurladen aufgezeichnet und einen Barbershop. Ne? Und da hatte ich dann ein Bild, unabhängig von Abi, war eine Erdnussernte in Afrika. Und da steht ein kleiner Negerjunge, da ist so eine Schale mit Erdnüsse. Jetzt kommt es. Das ist wirklich wahr. Und das war ein Schlüsselerlebnis mit Abi. Und der Junge steht so da. Du weißt Abis Haltung. Und ich sehe Abi und der stellt dann auch eine Pause so, steht also da und da habe ich noch gedacht, das kann nicht wahr sein. Dieses Bild, was du hast, und dann sah ich auch so ein bisschen negroid aus, kreolisch. So, habe ich also erstmal Feuer gefangen. Was macht der Mann? Ne? Dämpfer, Kornett. So, und dann war der Hoffmann, der war langweilig. Benny Goodman, ich merkte auch schon, Abi verzog immer die Augenbrauen, wenn auch mal langweilig, ja. Dann war Rutger Mumsen da, der ja auch Bandleader war, habe ich erhört, dann war da so ein bisschen leichte Spannung, unterschwellig. Ja, ja. So, dann war Shelly Lüdes. Shelly Lüdes, ach, Abi war, mochte ihn nicht. Da nee, hatte zum ja Kotzen. Shelly Main, Schlagzeug. Rasch, also ja, zum Kotzen. Moderne. Aber über den Toten ja redet man ja das Schlechtes. So, dann war Horst Marcel mit seinem Stoppelschnitt. Ja. Da habe ich gleich die Assoziation gehabt zu Harry Belafonte. Ja, ja. Tom Ford hat das. Tom Ford war die Hure, der ging immer hinterher noch auf den Strich. Hier St. Pauli hat Tanzmusik gemacht. Das war die Hure. Naja, und dann habe ich mir die Band angehört und war fasziniert, weil Abi, das war schwarze Musik, dann mit seiner kleinen Tasse, die leider verloren gegangen ist, diese Gipstasse. Naja, und dann bin ich hingegangen und ich sang da schon ein paar Armstrong-Stücke, mein Lieblingsstück war Black and Blue. Ne? Ja, ich weiß noch, Abi sagte, haben wir das? Und dann Marcel guckte, ja, Black and Blue. Dann haben sie gespielt, so, dann stelle ich mich auf. Du, ich habe das gerade erst Jahre später erfahren, weil Abi hat mir das dann nochmal erzählt. Da ist mir erst der Groschen gefallen. Also, ich habe mich nicht vorgestellt, gar nicht. Da war dieser Hut von Rutger Mumsen, ein Kopf auf so einem Ständer, Lunge, ne? Außen schwarz, innen Aluminium. So, und ich stehe jetzt neben diesem Ständer und ich weiß gar nicht, es wurde auch gar nicht angesagt, ich habe nur gesagt, ich singe Black and Blue. So, und singe ich erstmal so, ohne Mikrofon, war ja kein Mikrofon da, war ja nicht laut. Und dann mache ich die Augen zu, weil ich mich konzentriere auf die Stimme. Und nun nehme ich, Augen zu, diesen Hut direkt vor mich und gehe mit meinem Kopf rein. Da war ich ja nicht mehr, man hörte gar nichts mehr. Es gab Pfeifen, Gejohle und ich habe gar nicht mitgekriegt. Das war natürlich ein schwarzer Kopf. In den Topf bin ich reingegangen. Ne? War so schwarz. Man hört gar nichts, ich habe nichts gehört und so weiter. Ich habe es aber nicht mitgekriegt, war so in vertieft und nur ein Gelächter alles und dann habe ich noch gesprochen. Dann war das vorbei und Jahre später hat mir Abi das erzählt, weißt du eigentlich, was damals los war? Das müsstest du eigentlich erinnern. Erinnerst du es nicht mehr? Naja, und dann bin ich immer hingegangen, das hat mich fasziniert. Und lernte ich auch damals, als dann noch waren ein paar Jahre vergangen, kam dann die Begrüßung aus Süddeutschland, aus Frankfurt, die Bärlhaus. Ja.
werde ich nie vergessen. Abi saß hinten, da war so eine Bank gespannt, Berlhaus, hörte einen anderen Akzent, hessisch, war wie Ausländer, ne? Man babbelt hessisch. Und die tanken da auf so einen komischen Appleboy. Appleboy. Richtig. Dann Reimer von Essen. Also. Und damals war noch, weiß ich noch genau, ein Streitgespräch. Rüdger wollte die Chant spielen. Und Abi fand diese Chant nicht auf der. Und auch die Smart nicht. Er war mehr Oliver. Ne? Vorher war er ein bisschen Collier, aber dann war. So, nun kamen die aus dem Süden und waren schon richtig voll in Medias Res. Black Music, Oliver, die waren ja weiter. Ja. Publikum war ja viel, viel, nicht so ein dünnsches wie hier in Hamburg mit Barber und so ein Scheiß. Haben die sich da gar nicht angehört in Frankfurt. Die haben gar keine Chance gehabt zu haben. Also Frankfurt war durch die Amerikaner und alles, war schon mehr tiefer drin. Ne? Nun kamen die an und ich werde nie vergessen, Duclo, der ja verstorben ist, ja. Hat den Hut geschickt. Ne? Ja, das war super. Das war so ein kleiner Untersetzter, Glatze schon. Kleines Bärtchen, verkniffen, Cornett und der Mosch, der jetzt nur schlanker, großer Typ, ja. Mit Lederdämpfer angewinkelt und Abi sieht schon, Abi lief in die Tränen drunter und da spielen sie The Chant. Ja. So, und die komplette Band, nicht? Die hatten ja noch Klavier, glaube ich, nee, Klavier war nicht, da hatten ja kein Klavier, aber die waren natürlich mit zwei Cornetts. Und mein Abi war ist ja ein Ehrgeiz, also richtig wie der zerschmolz von Eifersucht. Oh, herrlich. Und da haben die da abgezogen, ne? Dieses Chant und dann Oliver-Stücke, Working Man Blues und alles, ne? Ja. Und das hatte natürlich, und Reimer, Dotz und der Hoffmann dagegen, ne? Oh, und Abi war so richtig, er hatte es gewünscht. Die hatten früher übrigens, vor dem Reimer von Essen, hatten sie andere kleine Dissen, Jürgen Scherzer. Über den? Jürgen Scherzer. Ach ja, Jürgen Scherzer. Ja, der war auch gut. Übrigens. Ja, gut. Jürgen Scherzer. Ich habe übrigens die ganzen Aufnahmen, chronologisch von der Reise. Ja, ja, ja. Von der aus, wie sie entstanden mit dem war ich befreundet. Ich bin natürlich auch am Anfang latent wie alle Amateure. Ja, ja, ja. Ach so, und ich weiß noch, und Abi sagte dann, kritisierte dann Reimer und sagte, du durfte schön dort, aber du überbläst oder unterbläst. Er hatte die Tonlage war ein bisschen schwebend. Ne? Ah, Junge, Junge, das sind also Zeiten, das ist, glaubt man gar nicht. Hast du doch mal was? Vorne auf dem Boden saßen diese Gebrüder Lichtenwand. Der eine hat ja Schlagzeug gespielt, Erich. Und auch der Typ, das war so eine kleine Gruppe, die hatten außer Musik noch ein Hobby, und zwar Literatur. Es ging so Griechenland und Buddhismus. Und dieser eine, ich weiß nicht, wie der hieß, der hat immer so wirres Zeug gesprochen, da sagten sie, der nimmt etwas. Damals wusste ich nicht, was er irgendwas. Schon ein bisschen korpulent, ja? Nein, so ein dunkelhaariger, völlig introvertierter, der sagte, oh ja, Frau Hübner, kenne ich sie, sie ist, weiß Gott, ein edles Gefäß. werde ich nie vergessen. Ja? Aber ich weiß den Namen noch. Ja, was ja, findest du das so? Ja. Du musst ihn auch kennen, den Typ. Ich kenne ihn auch. Also, und da, die sehe ich noch so vor mir. Und die kleine Schwester, Niesenwand war ja eine Riesenfamilie. Ich weiß nicht, 7, 8 Kinder. So, und dann kam ich da an